Abonnenten. Ich bin richtig glücklich und ich danke euch allen von ganzem Herzen, wirklich. Ich bin sowas von glücklich und geflasht und aufgeregt und ja, für mich ist das, wie gesagt, noch ein totales Wunder. Für mich waren 10 Abonnenten noch ein Wunder. Für mich sind jetzt noch, ist noch alles ein Wunder. Also für mich ist alles ein Wunder, ehrlich, dass ich so gut ankomme und dass mich so viele gerne verfolgen. Das macht mich unendlich glücklich und ich danke euch da von ganzem Herzen, wirklich. Ich möchte jetzt aus rechtlichen Perspektive keine Namen nennen, aber dennoch muss ich mich sowas von bedanken bei allen YouTubern, mit denen ich so Kontakt habe und so näher schreibe und die auch in ihren Videos mich mal erwähnt haben und mir die Feedbacks gegeben haben, dass sie meine Arbeit total toll fanden oder sich auch über meine Tauschpakete gefreut haben. Für mich ist das so viel wert, wirklich, das glaubt man gar nicht. Und ich bin da so dankbar über jeden Einzelnen. Ich denke mal, dass sich die Personen angesprochen fühlen, die ich alle meine, mit denen ich halt auch privat schreibe in dem Sinne und die mich einfach unterstützen und bei jeder Frage, die ich habe, mir mit Rat und Tat beiseite stehen. Und dafür danke ich einfach nochmal so groß und so dolle. Und wie gesagt, bei meinen ganzen Leuten, die mich schauen, bedanke ich mich natürlich auch noch. Im Moment leider habe ich die finanziellen Kapazitäten nicht, wie ich schon mehrmals erwähnt habe. Dennoch werde ich nach meinem Urlaub eine kleine Verlosung starten und vielleicht werde ich das für mich einfach raussuchen, dass die Leute, die mich am meisten kommentiert haben, mich anschreiben werde oder so, sofern ich da irgendwelche Möglichkeiten habe anzuschreiben und dass ich dem vielleicht ein kleines Paket zukommen lasse. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Ich werde mir darüber nach meinem Urlaub mal genauer Gedanken machen. Auf jeden Fall, ja, möchte ich mich halt einfach nur bedanken für dieses für diese krasse 100 einfach. Für mich ist kein Einzelner irgendwie selbstverständlich und man wird es auch merken, die mit mir getauscht haben. Ich studiere die Leute durch. Ich bin auf jeden so persönlich eingestellt, sage ich mal. Und für mich ist total wichtig, diesen persönlichen Kontakt zu haben. Und ich finde es so süß, was andere schreiben, oder wenn sie einen Tipps geben oder was man machen kann. Und für mich, mir gibt es einfach so viel, ne? Und deswegen möchte ich mich einfach dazu widmen. Habe jetzt dieses kleine Video gestartet, wo ich nochmal alles so ein bisschen habe, ja, wie so einen kleinen Film ablaufen lassen, wie alles begangen und so. Weil für mich ist das gar nicht irgendwie zu realisieren, was da gerade einfach passiert ist. Nach einem Video, wo ich benannt wurde, ging es ja wirklich rapide ab mit meinen, also rapide auf mit meinen Abonnentenzahlen, was für mich eigentlich gar nicht die Rolle spielt. Aber ich möchte es einfach nur mal erwähnen, weil für mich war das nie so, dass ich je damit gerechnet habe, ne, dass ich mal auf die 100 komme. Für mich war es, wie gesagt, wenn mich 5 Leute geschafft hätten, das hätte mich einfach mega glücklich gemacht. Und für mich machen die 100 einfach, das ist so enorm, damit habe ich, wie gesagt, nie gerechnet. Ich danke halt allen, die mich schauen. Und für mich war das jetzt einfach nur so ein kleines Video zu starten, einfach als Dankeschön auch für die Personen, die mich so weit gebracht haben. Das ist ja nun nicht selbstverständlich. Meine erste Person, die damals, der ich ein Ü-Paket habe zukommen lassen, die mich da auch erwähnt hat und Werbung, also Werbung in dem Sinne für mich gemacht hat, die einfach sagt, auch du machst so süße Sachen, ich möchte gern dich ernennen und ich filme dich einfach ab und zeig allen deine Ü-Post und dann ging es ja langsam ins Rollen. Das ist für mich total gar nicht in Reichweite, ne? So, und damit genug geschnattert. Ich wünsche euch allen einen schönen Bergfest quasi, einen schönen Mittwoch. Und ich hoffe, dass es bei euch ein bisschen regnet oder vielleicht auch ein bisschen sich abkühlt. Es geht heute, es ist windig, aber dennoch macht mein Kreislauf mich total zu schaffen. Und mir ist immer wieder schwindelig und ich trinke auch schon genug. Naja, wahrscheinlich nicht genug, genug. Genug, genug. Also nicht ausreichend. Aber dennoch gebe ich mein Bestes. Hier oben ist es so warm. Also wenn ich hier jetzt 10 Minuten sitze, dann fängt mein Kreislauf gleich wieder an zu spinnen. Und bei uns fahren ja dauernd Autos. Das heißt, wenn man Fenster offen hat, sind es mehr Abgase als frische Luft. Deswegen werde ich mich jetzt wieder sputen. Ich wollte noch ein bisschen basteln. Mal gucken, ob ich es mit abfilme. Das werdet ihr ja sehen. Vielleicht stelle ich noch ein Video online. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ich danke allen und knutsch, knuddel eure Schalliba Bastelwelt. Ich bin ganz hin und weg. Dankeschön. Tschüss.